Unser nächster Referent ist Peter Becher. Und es wurde ja schon gesagt, dass er eigentlich Mitinitiator dieser Konferenz ist. Dieses Thema beschäftigt ihn schon lang als langjährigen Geschäftsführer des Adalbert-Stifter-Vereins bis 2018. Er ist Literaturwissenschaftler mit Forschungsschwerpunkten in der deutsch-böhmischen Literaturgeschichte und Literaturgeschichtsschreibung. Vor allem auch als Mitherausgeber des 2017 erschienenen Handbuchs zur deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder im Metzler Verlag mit hervorgetreten und Verfasser der ersten Adalbert-Stifter-Biografie, die und zwar erst vor kurzem ins Tschechische übersetzt worden ist. Seit 2019 ist er Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins und er referiert heute über Studentenlieder als Mittel auch der nationalen Selbstinszenierung, wie ich vermute. Aber das werden wir jetzt gleich genauer hören. Ich erteile dir das Wort, Peter. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Moment, ich schaue noch kurz hier. Jetzt haben wir. Lassen Sie mich mit einer ganz persönlichen Erinnerung beginnen. Als ich zu Beginn der 1990er Jahre die Sommersprachschule der Karls-Universität besuchte, sollten sich die Studenten eines jeden Landes mit einem Lied vorstellen. Während sich die Teilnehmer anderer Staaten schnell einigten, taten sich die Deutschen ausgesprochen schwer. Die meisten kannten keine Volkslieder, weder Texte noch Melodien. Wir einigten uns schließlich auf einen kurzen Kanon, den man schnell aufschreiben und irgendwie mitsingen konnte. So dürftig die Sangesfreude deutscher Studenten nach der samtenen Revolution in Prag zutage trat, so ausgeprägt war ihre Liederlust 100 Jahre zuvor, als es weder Rundfunk noch Tonfilme gab, geschweige denn Fernsehapparate und Internet. Gesungen wurde bei öffentlichen Kundgebungen und privaten Feiern, in Kirchen und Vereinslokalen, beim Wandern, am Lagerfeuer, in Kneipen. Das Liedgut schöpfte aus einem schier unübersehbaren Fundus von Volksliedern, von Wander-, Handwerker-, Arbeiter-, Soldaten-, Liebes-, Trink- und Spottliedern. Und dazu zählten auch spezifische Studentenlieder, die alle Höhen und Tiefen sprachlich-musikalischer Ausdrucksfähigkeit umfassten, eingängige Ohrwürmer und mehrstimmige Sätze, zarte Verehrung und zotenhafte Anspielung, genussreiche Tafelfreude und trinkwütige Kumpanei, patriotische Verbundenheit und chauvinistische Aufwallung. Studentenlieder wurden in handschriftlichen Aufzeichnungen und einer Vielzahl gedruckter Zusammenstellungen gesammelt. Am besten bekannt ist das Allgemeine Deutsche Kommersbuch, dessen erste Ausgabe 1858 dem patriotischen Dichter Ernst Moritz Arndt gewidmet wurde. Im vergangenen Jahr, also 2021, erschien die 167. Auflage. Einen Querschnitt der Lieder, die in der Tschechoslowakei von deutschen Studenten gesungen wurden, enthält die 1926 in Karlsbad publizierte Sammlung Alte und neue Lieder, zusammengetragen von einem halben Hundert studentischer Körperschaften an den Hochschulen der Tschechoslowakischen Republik, so der Titel. Darin enthalten ist nun das berühmteste Studentenlied mit direktem Bezug auf Prag. Wir haben eingangs schon davon gehört. Es stammt aus der Feder des romantischen Dichters Josef von Eichendorff und wurde 1826 in seiner nicht weniger ebenfalls schon erwähnten Novelle, berühmten Novelle aus dem Leben eines Taugenichts erstmals publiziert. In der Novelle begegnet der Taugenichts drei Prager Studenten, die auf einem Donauschiff das Lied so laut und fröhlich anstimmten, dass es weit in die Berge hineinschallte. Nach Süden nun sich lenken, die Vöglein allzumal und so weiter. Der Text ist, glaube ich, bekannt. Das aus drei Strophen gefügte Lied beschreibt Aufbruch, Sommerfreuden und Rückkehr der Studenten. Es enthält eine Vielzahl romantischer Motive, von der Sehnsucht nach Italien über die Betonung der Wanderlust und die Waldstimme der Vögel bis zur Allegorisierung der Jahreszeiten und einer spezifischen Ironie. Das Figurenensemble ist märchenhaft stilisiert.
Es besteht neben den Studenten aus Mädchen und Frauen, die sich als viel schön geputzte Leute hinter den schimmernden Fenstern drehen und dem Wirt, der einen frischen Trunk herbeibringt. Sie alle sind dem realen Leben ebenso entrückt wie dem Studium an der Prager Universität. Lediglich der Boreas, der kalte Nordwind, die zerrissenen Schuhe und die von Schnee und Regen verursachte Nässe verweisen in der dritten Strophe metaphorisch auf den Alltag des Studiums, von dessen Spannungen und Zerwürfnissen man aber nichts Konkretes erfährt. 1826. Ganz anders ist das zweite Lied angelegt, das Prag als Stadt des Studiums beschreibt. Sein Autor Otto von Pfister studierte 1892 mehrere Monate in Prag. Er gehörte einer Burschenschaft an und war später als Staatsanwalt und Landrichter tätig, bevor er sich 1933 zur Ruhe setzte. Die erste Strophe des Liedes verherrlicht die Stadt, die Zauberpracht ihrer alten Dome und einen Glanz, der von fernen Sagen und dem Ruhm der Vergangenheit herrührt. In der zweiten Strophe charakterisiert sich der Sänger als deutschen Burschen, der das Leben in deutscher Lust mit Becherklang und frohem Burschensang genießt. In der dritten Strophe erhält das deutsche Bekenntnis eine kriegerische Note, die zur Verteidigung der deutsch geweihten Stadt aufruft. Und in der vierten erscheint schließlich der Gegner des Kampfes in Gestalt des Slaventums. Weder die slawische Kleidung der Stadt noch ihre slawischen Laute sollen darüber hinwegtäuschen, dass die Stadt aus deutschem Geist erbaut, mit deutschem Fleiß zur goldenen Stadt gemacht und allzeit mit deutschen Waffen trutzig verteidigt wurde. Das Lied entspricht auf diese Weise einer Klimax, welche die Stadtwahrnehmung von Strophe zu Strophe antagonistisch verschärft, von ihrer allgemeinen Schönheit über die Lebensfreude des deutschen Burschen zum kampfbereiten Verteidiger der deutsch geweihten Stadt gegen die optisch-akustische Inbesitznahme durch das tschechische Slawentum. Und es verleiht dem deutschen Anspruch mit der Metaphorik einer deutsch geweihten Stadt eine quasi kirchlich-religiöse Beglaubigung. Blickt man allein auf das deutsche Lied, so evoziert es das Bild einer Studentenschaft, die sich dezidiert als deutsch-national versteht und in einer Position der Verteidigung gegenüber tschechischen Studenten befindet. Der Kampf beschränkt sich dabei nicht auf die Rivalität gegensätzlicher Gruppen, sondern erscheint existenziell ausgeweitet auf die nationale Vorherrschaft in der Stadt, auf die Beschwörung und Verteidigung ihres nationalen Charakters. Weitet man den Blick auf tschechische Lieder, so findet man in einer Reihe von Legionärs- und Sokol-Liedern, die von tschechischen Studenten auch nach der Gründung der Republik gesungen wurden, eine spiegelbildliche Fokussierung auf nationale Gegnerschaft, Kampf, Beschwörung des slawischen Geistes und des tschechischen Charakters von Prag. In dem Lied Legionär Jido, das der Sänger und Schauspieler Karel Haschler popularisiert hat, heißt es: Dort, wo der Kampf am meisten tobt, geben sie den Deutschen den letzten Schlag. Der tschechische Arm ruht nicht, bevor ein Dutzend Deutsche fallen. Und in dem Sokol-Lied Napschetni Straži stehen die Verszeilen: Mag uns auch rundherum die germanische, das Wort Slarota war mir ganz ungeläufig, vielleicht Bagage oder Sippschaft, vielleicht weiß jemand noch besser Bescheid, mag uns auch rundherum die germanische Bagage überschwemmen, dieses, unser Prag, war immer und wird immer slawisch sein. Die nationalen Stereotypen und Bekenntnisse dieser Lieder reagieren auf den gesellschaftlich-politischen Transformationsprozess der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die zunehmende Ersetzung der landespatriotischen Zugehörigkeit durch einen sprachlich-ethnisch definierten Nationalbegriff spaltete die Bevölkerung der böhmischen Länder und verursachte einen Kampf um Deutungshoheit und Dominanz. Für tschechische Patrioten saß der zum Feind mutierte deutsche Bewohner nicht nur an der geografischen Peripherie der böhmischen Länder, wie Václav Petterbock und Jan Randak schreiben, sondern auch direkt im Herzen der Nation in Prag. Und nach 1861, als der Stadtrat mehrheitlich tschechisch wurde, setzte eine sprachliche
und visuelle Transformation ein, so Marek Nekula, die den national zunächst indifferenten öffentlichen Raum in einen sprachnationalen verwandelte, mit Denkmälern, Repräsentativbauten, Straßennamen und der Beseitigung zweisprachiger Schilder wurde die Stadt in eine dezidiert tschechische Stadt ummodelliert. Von der Teilung der Prager Universität im Jahr 1882 über die Gründung der Tschechoslowakei bis zum Insignienstreit von 1934 erlebten tschechische Studenten eine wachsende Bestätigung ihrer nationalen Beheimatung und Vorherrschaft in Prag. Deutsche Studenten dagegen empfanden eine wachsende Verunsicherung und Bedrohung. Immer wieder wurden die Konflikte handfest ausgetragen. Bei der Schlacht in Anführungszeichen in Kuchelbad 1881, über die Egon Erwin Kisch geschrieben hat, bei Zusammenstößen auf dem Graben vor dem Deutschen Haus, bei der Festveranstaltung zum Republikjubiläum 1928, bei dem die deutsche Universität nicht beflaggt werden konnte, weil plötzlich alle Fahnenstangen fehlten, beim Tonfilmkrawall 1930 und beim Insignienstreit 1934. Die Fronten waren völlig verhärtet, wie Harald Lönnecker in seiner detailreichen Darstellung schreibt, und sie reichten bis zur Frage der Vertretung sudetendeutscher Studenten in der Confédération Internationale des Étudiants. Sollte dies über den Verband der tschechoslowakischen Studenten geschehen oder über den deutschen Studentenverband, der gemäß seinem großdeutschen Verständnis den Anspruch erhob, alle deutschen Studenten des deutschen Sprachgebietes in Deutschland, aber auch in Österreich, in Danzig und dem Sudetenland zu vertreten. Diese explosive Situation erlebte im studentischen akademischen Milieu selbst nach dem Eintritt deutscher Parteien in die tschechoslowakische Regierung und der erstmaligen Vergabe von Staatspreisen an deutsche Schriftsteller und Künstler keine Entspannung. Sie blieb vielmehr erhalten und spitzte sich immer wieder zu. Angesichts dieser Entwicklung erscheint es geradezu erstaunlich, dass es auch Lieder gab, die die Konfrontation nicht mit markigen Worten bekräftigten, sondern einen versöhnungsbereiten Tonfall anschlugen. Zu diesen Liedern zählt das von Ernst Kaufold geschriebene und von Hermann Almers vertonte »Hier Hradschin, dort Vyšehrad«, das sich weder im Allgemeinen Kommerzbuch noch im tschechoslowakischen Liederbuch von 1926 findet. Das Lied besingt die sonnenglänzende Moldau, die zwischen Hradschin und Vyšehrad dahinfließt, gleichermaßen zugehörig und vermittelnd zwischen der Burg der tschechischen Könige und dem Sitz des österreichischen Kaiserhauses. Das goldene Prag wird nicht für eine Nation reklamiert, sondern als Ort, um jedes Herz zu stürmen. Die zweite Strophe appelliert daran, mit der Kraft des Vertrauens für die Zukunft zu bauen, verbunden mit der Vision eines neuen Liedes. Und die dritte und letzte Strophe schlägt schließlich mit dem Gebet des frommen Pilgers eine religiöse Note an und bittet Gott um den Schutz der Stadt, falls das Lied mit seiner Allgewalt es nicht vermag. Dieses Lied wurde nicht nach der samtenen Revolution geschrieben, sondern zur Zeit heftiger Auseinandersetzungen. Hermann Almers starb 1902, Ernst Kaufold 1918. Es ist ein Beleg dafür, dass es neben den aggressiven Paukenschlägen auch andere, vielleicht könnte man sogar sagen viele andere Stimmen, Gruppen und Strömungen gab, deren Gesicht und Gewicht zu erforschen zu den bleibenden Aufgaben der kulturgeschichtlichen Forschung zählt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Peter Becher, für diesen sehr interessanten Vortrag zu den Liedern, an denen sich, glaube ich, sehr viel zeigt, was man auch in anderen Corpora sehen kann, in der Literatur, im Film. Also der Student tatsächlich, der deutsche Student, so als Frontkämpfer in diesem Nationalitätenkampf. Aber es ist eben auch da nie alles nur schwarz-weiß. Jetzt frage ich gleich mal in die Runde, gibt es noch Anmerkungen und Fragen dazu? Václav, du hast das Wort. Du müsstest aber dein Mikro anmachen. Entschuldigung. Vielen Dank, Peter, für deinen Vortrag. Ich werde nur kurz anknüpfen. In dieser erwähnten Anthologie von Kisch
Und Werner, also der Prager deutscher Student in Gedicht, ist auch Almers Gedicht, also ein Almers Lied vorhanden. Und nicht nur natürlich diese Töne sind dort vorhanden, auch diese deutschnational orientierte, aber auch Gedichte von David Mendel, Wenzel Ernst und andere Gedichte, die zum Beispiel das Revolutionsjahr 1848 thematisierten, also in relativ unschematischer Art und Weise. Und noch eine kurze Anmerkung: dieses Wort Zlarota, das sind eigentlich zwei Worte. Zlarota, das wäre wie etwa böse Kompanie oder sowas, ja. Also würde Bagage oder Sippschaft im negativen Sinne Ja, natürlich, halbwegs das ist passen. Ja. eindeutig negativ beladen, ja. Danke. Ja, Dankeschön. vielen Dank für den Hinweis auf die Anthologie, in dem dieses Gedicht, also dieses Lied enthalten ist. Es ist natürlich so, ich habe drei einzelne Lieder beispielhaft herausgestellt. Es gibt unendlich viele andere und man müsste wahrscheinlich, man sollte vielleicht auch noch mal klarer unterstreichen, diese Bilder konstruieren auch eine typisierte Vorstellung von Studentensein, von Studentenleben, von Gegensatz. Und wie du, Waschek, auch früher mal im anderen Zusammenhang gesagt hast, mitunter ist es auch etwas verführerisch, dass man diese typisierten Bilder zu sehr als reale Bilder nimmt und Eben. meint, damit wäre das reale Studentenleben in Prag tatsächlich beschrieben worden. Ich glaube, dass das sehr, sehr viel differenzierter ist. Und es wäre eigentlich erfreulich, wenn das durch verschiedene Forschungen noch irgendwie deutlicher herausgearbeitet werden könnte, das Bild, das Studenten in den Liedern wiedergeben, ist da eigentlich eher nur ein i-Tüpfelchen dabei. Ja, auf jeden Fall. Danke. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch eine Handhebung im Publikum. Ich erteile hier mal die Erlaubnis zum Sprechen dem Herrn Smrček. Sie können reden, Herr Smrček. Doch nicht? Jetzt geht's. Jawohl. Nein? Wir haben keinen Ton. Jetzt Jetzt, geht's, jetzt jetzt. geht's, ja. Ich werde auf Tschechisch fragen oder kommentieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Es geht um die Typisierung. Im Nachhinein gab es da sehr viele Probleme oder später. Und zwar gab es mit der Typisierung auch etwas, dass diese Typisierung ins Reich kam. Und dann kam es zu einer Idealisierung des Nationalkampfes oder Prag an sich. Ich denke, dass Herr Professor Lönnecker schon in seinem Buch darüber geschrieben hat. Aber zum Beispiel 1989 kamen, oder Entschuldigung, früher kamen die Vertreter aus dem Deutschen Reich nach Prag und sie waren überrascht, wie die Situation aussah und dass es kein gleichberechtigter Kampf war. Also das, was eingehalten werden muss, dass es bestimmte Regeln gibt, die eingehalten werden müssen, damit die Gesellschaft funktionieren kann. Und die Enttäuschung spiegelte sich dann wieder, und zwar in den Reaktionen der tschechischen Vereinigungen oder Vereine oder auch in den deutsch-tschechischen Vereinen und Vereinigungen. Das nur so eine, nur so als Anmerkung sozusagen. Vielen Dank. Okay, wir nehmen das einfach zur Kenntnis. Vielen Dank. Wir haben noch einen zweiten Beitrag aus dem Publikum. Der Herr Batsch hat jetzt auch jetzt die Erlaubnis, wenn er sein Mikro anmacht, zu sprechen. Ja, ich glaube, so man sollte in puncto der Lieder, die gesungen worden sind, ich weiß nicht, wie weiter noch Unterlagen existieren, mal sehen, was die Lese- und Redehalle, die ja ein ganz, ganz breites Spektrum der deutschen Studentenschaft in Prag abgedeckt hat, und eventuell noch, was gerade so, wie man ständig sagt, in der Fidelität gesungen worden ist bei der Universitätssängerschaft. Erbarmen. Wahrscheinlich sind da eher noch Aufzeichnungen, ne? Erinnerungen aus der
Vorkriegszeit in Erinnerung. Gell? Und natürlich, was am Chipka-Pass gesungen wurde. Ja. Ja. Das kann man sicher teilweise auch aus Erinnerungen noch herausziehen, aber es gibt Liederbücher, auch handschriftliche Liederbücher, die zusammengestellt worden sind. Und wie gesagt, da das ja eine Zeit war, in der tatsächlich noch bei fast jeder Gelegenheit gesungen worden ist, kann man davon ausgehen, dass auch in der Lese- und Redehalle gesungen worden ist. Aber Sie wissen auch, dass sich in der Lese- und Redehalle auch gerade noch im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts eine Spaltung vollzogen hat, dass gerade auch da die jüdische Frage, über die vorhin schon gesprochen worden ist, ein zentraler Anlass war, dass sich bestimmte Gruppierungen von der Redehalle gelöst haben, die Germania dann eine sozusagen parallele eigene Redehalle gegründet haben, in der jüdische Mitglieder nicht erwünscht waren. Und es haben sich hier eben auch immer wieder Veränderungen ergeben, die sich dann teilweise, aber oft nicht immer, in den Liedern auf eine gewisse Weise niedergeschlagen hat. Und in welchem Kontext welche Lieder gesungen worden sind, das wäre nochmal eine ganz andere Untersuchung wert. Mhm. Danke. Ich habe jetzt hier noch eine Frage in den Fragen und Antworten schriftlich, die ich kurz vorlese von Jan Maresch. Gibt es auch Bestrebungen oder Projekte, die die Lieder der einzelnen Studentenverbindungen sammeln? Oftmals hatten diese ihre eigenen Gesangbücher, heute eher nur in privaten Verbindungsarchiven zu finden. Also alle diese Studentenverbindungen haben ja Festschriften herausgebracht zum so und so vielten Bestehen. Und da wurden solche Lieder auch angesprochen und fast alle, aber das könnte sicher der Herr Lönniger noch viel ausführlicher darstellen, alle Verbindungen hatten eigene Verbindungslieder und diese eigenen Verbindungslieder sind dann auch in den Kommerzbüchern niedergelegt worden und sind bei vielen Gelegenheiten gesungen worden. Also da ist sicher reichliches Material vorhanden. Genau, das ist jetzt wie es halt immer sein muss, exemplarisch gemacht worden. Genau. Gut, aus Zeitgründen würde ich sagen, beenden wir dieses sehr spannende Thema und kommen damit in die Gegenwart. Oder wir nähern uns der Gegenwart zumindest. Die wichtige Rolle nämlich der Studenten in der samtenen Revolution,